Hi Leute, hier sind wir wieder bei einem neuen Video von McAllister kocht. Heute machen wir mal was ganz Spezielles. Und zwar bei uns in Bayern essen wir ja sau gerne unser Sauerkraut mit Kartoffeln und mit Würsten und mit Fleisch. Wir machen das heute aber immer im Dutch Ofen. Und ich möchte da versuchen, dass ich da irgendwie einen Eintopf draus mache, indem ich das alles zusammenmische. Wie ich das genau mache und was wir dafür alles brauchen, werde ich euch jetzt hier zeigen. Für unseren super Sauerkraut-Eintopf benötigen wir heute 1 Kilogramm Schweinehals. Den habe ich schon eingerubbt gestern, der war schon 24 Stunden im Kühlschrank. Wir haben Bratwürste, wir haben 2 Scheiben Kassler, wir haben Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Verzeihung, nur eine Karotte. Dann haben wir hier saure Sahne, Sauerkraut, Rinderbrühe, Barbecue-Soße, Öl zum Anbraten und Pfeffer. Ich werde euch das Ganze jetzt wieder klein schneiden und ihr könnt euch das im Zeitraffer ansehen. So, hier ist es nun unser Zeug. Das Kassler schön klein geschnitten, Kartoffeln, Zwiebeln und Karotten. Hier hinten seht ihr, meine Kohlen sind schon fleißig am Durchglühen. Da werden wir dann auch gleich hingehen. Eine Sache möchte ich noch kurz zu dem Schweinehals sagen. Das habe ich gestern schon eingerubbt. Und der Plan ist es, das dann auf den fertigen Topf drauf zu geben, wenn alle Zutaten drin sind. Und das wie eine Art Pulled Pork dann durchziehen lassen und zum Ende alles schön pullen und dann in den Topf mit reingeben und alles miteinander vermengen. Die Idee ist von mir frei entstanden. Ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, weiß ich nicht. Ich bin gespannt und lassen wir uns überraschen. Bis gleich. So, unser Dutch Ofen ist jetzt vorbereitet und ist auch soweit vorgeheizt. Wir geben jetzt ein bisschen Öl hinein, schnappen uns unsere Tim Mälzer Zange und fangen an, die Bratwürste anzubraten. Nach einer Weile schauen die schon ganz schön gut aus. Jetzt drehen wir die einfach um. So, unsere Bratwürste haben jetzt schön Farbe bekommen. Die nehmen wir jetzt runter. Die werde ich dann eben kurz noch klein schneiden. Da werdet ihr nicht dabei sein. Jetzt geben wir unsere Zwiebeln dazu und tun die dabei ein bisschen andünsten. Wenn die Zwiebeln schön glasig sind, nehmt ihr euer Sauerkraut und gebt das dazu. Dann kommen die Karotten mit rein. Alles mal vermengen. Jetzt geben wir die Brühe dazu. Das Kasslerfleisch. Die Bratwürste. Und unsere Kartoffeln. Das werden wir jetzt alles wieder mal ein bisschen vermengen. Wieder schön vorsichtig. Das alles ist jetzt ein bisschen vermengt und jetzt kommt die schwierigste Aufgabe. Ihr seht, mein Dutch Ofen ist leider nicht der größte. Ich muss jetzt schauen, dass ich hier irgendwo meinen Schweinehals noch unterbekomme. Wie das klappen soll, weiß ich noch nicht ganz. Ja, ich werde das jetzt mal hier reinbasteln und dann, wenn ich soweit bin, sehen wir uns wieder. So, wie ihr seht, ich habe das Ganze jetzt irgendwie hinbekommen. Jetzt geben wir unseren Deckel drauf.
Das Ganze werden wir jetzt Pi mal Daumen 2,5 bis 3 Stunden vor sich hin blubbern lassen. Eine Stunde ist jetzt vorbei. Ich werde da jetzt mal kurz reinschauen. Also es schaut alles ganz gut aus. Das Tageslicht wird jetzt auch langsam knapp. Also ich werde das jetzt einfach hier fertig machen, bis die Garzeit vorbei ist. Und dann wird es aber schon zappenduster sein. Und ich werde dann drinnen weitermachen. Und wenn wir dann soweit sind, sehen wir uns natürlich wieder. Der Topf ist mittlerweile in der Küche. Und jetzt werden wir das Fleisch hier herausnehmen, vorsichtig. Und das werden wir jetzt erst einmal pullen. So, wie ihr seht, versuche ich das Fleisch hier gerade zu pullen. Leider ist es nicht ganz so geworden wie bei einem richtigen Pulled Pork aus dem Dutch Oven. Die Gründe dafür, die weiß ich leider nicht. Das könnt mir ihr vielleicht sagen, warum es nicht geklappt hat, an die Profis da draußen. Eine Aufforderung. Aber dennoch bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Es riecht gut. Und so gröbere Fleischstückchen in diesem ganzen Sauerkrauttopf finde ich jetzt auch nicht schlimm. Jetzt geben wir unsere Barbecue-Soße hier dazu. Ich sage jetzt mal einfach pauschal so 2 Esslöffel voll. Und unsere saure Sahne. Und jetzt werden wir das alles hier miteinander vermengen. Das werden wir jetzt dann alles, wenn ich den Inhalt von dem Topf in den großen Topf umgekippt habe, alles mit dazugeben und unterheben. So, und jetzt werden wir das gepulte Pork hier. Es ist kein gepultes Pork, es ist einfach nur ein Nacken. Gibt es jetzt alles hier dazu und dann werden wir das alles hier unterheben. Ah, das sieht gigantisch aus. Ich werde das alles jetzt noch mit ein bisschen Pfeffer würzen. Alles nochmal durchrühren. Und dann kann dann eigentlich schon gegessen werden. Das sehen wir uns dann wieder. Also, hier ist es. Unser Sauerkrauttopf. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich werde das Ganze jetzt einmal probieren. Es war ja doch alles ein Experiment. Ich bin etwas aufgeregt und etwas gespannt. Hauen wir uns mal alles drauf. Ja Mann, das ist klasse. Super. Gigantische Kombi, das alles in einen Topf zu machen. Das ist eh schon gut. Sauerkraut mit dem ganzen Fleisch und mit den Kartoffeln. Wer sowas mag, der ist da auf der richtigen Seite, wenn er das alles jetzt hier einfach mal im Topf ausprobiert. Das Klassische ist einfach jetzt hier, dass diese Gewürze alle durchkommen, die von dem Schweinenacken mit dabei waren. Ich habe hier übrigens einen Magic Dust Rub von Klaus Grill verwendet. Das alles ist durchgezogen, du schmeckst es im Hintergrund einfach raus. Das Fleisch an sich, es ist auch wieder butterweich. Das alles zum Schluss noch abgerundet mit der sauren Sahne und der Barbecue-Soße. Gibt eine richtig geile Kombi ab. Also ich werde mir jetzt nochmal hier so einen Happen nehmen. Leute, probiert es einfach so nach. Wie gesagt, es gibt kein Rezept dazu. Das war einfach freigeistmäßig erfunden alles. Ich verspreche euch nicht zu viel, wenn ihr das einfach mal nachkocht. In diesem Sinne möchte ich mich dann auch bei euch verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch war.
Über einen Daumen nach oben würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, das Video teilt, wo auch immer. Über ein paar Kommentare würde ich mich auch freuen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. McAllister kocht.